Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute möchte ich Ihnen eine Geschichte aus meiner Jugend erzählen. Es ist schon unglaublich lange her. Ich bin ein alter Mann, deswegen muss ich sie alle aufschreiben, sonst hätte ich sie vergessen. Sie wissen, in meinem Alter funktioniert das mit dem Gedächtnis nicht mehr so besonders. Welche Seite war es nochmal? Ach ja, genau. Meine Eltern steckten damals in einer tiefen Beziehungskrise und versuchten diese durch einen Psychologen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen zu 2 bei Lukas. 2 bei Lukas. Heute exklusiv bei mir zu Gast die Eltern von Hänsel und Gretel. Guten Abend. Was haben wir auf dem Herzen? Wissen Sie, eigentlich läuft bei uns alles super. Ja. Warum sind Sie dann hier? Er wollte ja. Ich? Du wolltest herkommen? Nein, du. Sie? Ja, okay. Ich bin wie immer schuld. Ja. Das ist neu. Das gab es noch nie. Das wird es nie wieder geben. Denn wir sind hier bei 2 bei Lukas. Ein Ehepaar streitet sich live in der Sendung. Ja, super. Wie lange sind Sie eigentlich schon verheiratet? 5 Jahre. 6 Jahre. 6? Nicht 5? Ja, 6. Ja, also 5 bis 6 Jahre. Das wird ja immer schlimmer. Dieses Ehepaar weiß nicht, wie lange es verheiratet ist. Wird noch etwas folgen? Wir waren exklusiv bei Ihnen zu Hause mit versteckter Kamera und haben gefilmt, was noch so geht. Was ist jetzt schon wieder für ein altes und trockenes Brot? Wir werden mal gucken. Morgen und der Kaffee ist fertig. Morgen, endlich. Ja, machen wir selber, wenn es dir nicht passt. Ja, klar. Das war mein Ernst. Boah, warum schmecken die wieder so scheiße? Hast du den Willi gekauft oder was? Ja, was soll ich sonst kaufen? Den teuren, der schmeckt vielleicht besser. Wir haben kein Geld für den teuren. Ja, dann, wenn du so viel Geld für die Küche ausgibst. Wir brauchen vielleicht eine Küche zum Kochen. Brauchen die Kinder ein Smartphone? Ja, brauchen die. Gib mir einfach Zucker. Hier ist dein scheiß Zucker. Was soll das denn? Das habe ich jetzt gemacht. Du hast unser Leben zerstört. Trotz der Eheberatung stritten meine Eltern gerne lang und laut. Es ließ sich kaum vermeiden, dass meine Schwester Gretel und ich ab und zu in einen solchen Streit reinplatzten. Mama, Papa, Gretel und ich haben Hunger. Ja, gibt's noch einen Lungenbuch, ich gebe euch Geld mit. Aber wir wissen nicht, wo die ist. Dann nehmt doch einfach das neue, tolle Smartphone, was euer Vater euch gekauft auch hat. Auf einmal wird's gebraucht. Das ist schlimm. Das alles passierte in dem Haus dieser normal wirkenden Eltern. Wie würden Sie Ihre Beziehung auf einer Skala von 1 bis 10 eigentlich bewerten? Auf 8. Warten Sie, ist 10 gut oder schlecht? Fällt diesem Mann nichts anderes mehr ein? Nur eine solch dumme Ausrede? Wir werden es herausfinden. Was ist bei Ihnen zu Hause eigentlich das häufigste Streitthema? Er verwöhnt die Kinder zu. Ich gebe denen nur, was sie brauchen. Ja, ein iPad und ein Smartphone. Ja, das brauchen die halt. Das brauchen die anderen sie Kinder nicht. Haben das auch. Ja, wenn die anderen Kinder in Leckerspaß bringen, was machen ihre Kinder eigentlich gerade? So, heute Morgen haben sie zur Dönerbude geschickt. Genau, und du solltest sie abholen. Nein, du wolltest sie abholen. Du solltest sie abholen. Nee, ich hab gedacht, du holst sie ab. Mein Gott, du wolltest die Kinder noch abholen! Halt die Klappe und geh! Das wird ja immer schlimmer. Diese Eltern flüchten auf der Live-Sendung und schicken ihre Kinder für die Kinderbetreuung zu Murats. Und nächste Woche, wenn es wieder heißt, 2 bei Lukas, haben wir die betrogenen Eltern von Rapunzel. Und damit gute Nacht! 2 bei Lukas! Wir brachen also auf, uns selbst zu beschäftigen. Und so kam es, wie es kommen musste. Ich hab so einen Hunger. Ja, warte doch, ich suche kurz den Dönerladen. Das Navigationssystem sagt, da lang. Entschuldigung. Wo gehst du denn hin, Rotkäppchen? Ich gehe zu einem
Wolfgang Hecker und das ist eine sehr wichtige Lieferung. Also ich bin schon ziemlich spät dran, ich muss leider los. Okay, ciao. Tschüss. Schönen Tag noch. Wir müssen da lang. Okay. Ja? Ich habe hier ein Paket für Wolfgang Hecker. Ich hole ihn mal. Wolfi, Paket für dich! Mama, du sollst mich ja nicht immer Wolfi nennen. Jetzt. Hätten wir zu diesem Zeitpunkt doch schon gewusst, was in dem Paket ist, alles wäre anders verlaufen. Hä? Hier waren wir doch schon mal. Warte, ich schau mal. Ah, da lang. Ah, okay. Jetzt waren wir schon wieder hier. Moment, ich schau noch mal. Nee, jetzt bist du da lang. Endlich ist er da, endlich. Geil! Wow! Der DT 2500C Extreme, endlich! Oh Mann, der Akku ist leer! Scheiße! Ah, guck mal, der ist im Haus, die wissen bestimmt, wo es lang geht. Geil! Die haben nicht zu viel versprochen. Ach, wer mag das sein? Bestimmt meine Versuchskaninchen. Hallo. Hallo, wir suchen den Weg zum Dönerladen. Ja, wieso Döner? Ich hab noch Pizza. Kommt doch. Ich hab noch Pizza übrig. Wir können auch Computerspiele spielen und so. Was für welche? Ja, WoW, LOL.